Hallo zusammen, ich bin der Julius. Und ich bin der Pascal. Ich bin Biomechaniker hier bei Fazua. Ich kümmere mich um das Fahrverhalten, also um unser natürliches, sportives Fahren mit dem E-Bike. Dazu gehört aber auch die Geräuschentwicklung von dem Motor. Da bin ich eher unbedarft, da ist der Julius unser Experte. Genau, ich kümmere mich in der Entwicklung um die Akustik, also um die Geräusche unseres Antriebssystems. Dafür, wie ihr später auf dem Fahrrad den Antrieb wahrnehmen werdet. Für uns ist natürlich wichtig, dass der Antrieb möglichst angenehm klingt, also dass wir ein sehr subtiles Antriebsgeräusch haben. Da gibt es natürlich ganz verschiedene Ansätze. Manche wollen den Antrieb natürlich auch sehr präsent wahrnehmen. Also sozusagen Sportwagen gegen Limousine. Genau, ja. Dahingleiten, eher so ein unterschwelliges Wahrnehmen vom Motorgeräusch gegen eben ein sehr lautes, präsentes beim Sportwagen. Das ist natürlich Geschmackssache, der eine mag es lieber so, der andere so. Was wir uns heute in dem Video anschauen wollen, ist natürlich nicht nur das Fazua-Antriebssystem, sondern ein Vergleich gegen andere gängige Antriebssysteme. Dafür starten wir heute mit Messungen in München, in einem speziellen akustischen Messraum. Da werden wir objektive und reproduzierbare Messungen durchführen, die wir dann später gut auswerten und vergleichen können. Okay, das sind ja Labormessungen. Jetzt interessiert mich als Fahrer natürlich auch, wie nehme ich es draußen in der Natur wahr? Deswegen gehen wir dann als zweiten Schritt noch raus. Genau, das ist die zweite Komponente. Wir haben eine spezielle Messtechnik vorbereitet, wie wir halt auch während der Fahrt eben diese Antriebsgeräusche aufzeichnen können. Wichtig wäre, dass ihr euch vielleicht gute Kopfhörer aufsetzt, dass ihr auch diese Tonaufnahmen wirklich gut wahrnehmen könnt. Dann würde ich sagen, auf ins Labor. Hey, ich bin der Pascal. Ich bin der Julius. Morgen. Herzlich willkommen bei Müller BBM. Ich bin der Otto Martner, bin hier verantwortlich für die akustischen Messungen in einem Prüfraum. Werden wir mal sehen, wie wir euch am besten unterstützen können. Sehr schön, ja, wir haben einige Räder heute mit dabei, die wir durchmessen wollen. Mhm. Und ja, würde ich sagen, dürfen Sie uns erstmal gerne mal den Prüfraum mal zeigen. Ja? So machen wir es. Gut, wir haben jetzt ein Rad schon auf die Rolle aufgebaut. 9 Mikrofone stehen außenrum. Können Sie einmal den Zuschauer erklären, was wir jetzt genau messen hier drin? Wir wollen unbedingt erfassen, welches Geräusch von dem Rad abgestrahlt wird. Um das vergleichend machen zu können, versuchen wir die Schallleistung zu messen. Die Schallleistung ist der mittlere Schalldruckpegel auf einer Hüllfläche um die Quelle. Und das bilden wir hier jetzt eben mit 9 Mikrofonen nach. Rechts, links, vorne, hinten und an den Ecken eines gedachten Quaders um die Schallquelle rum. Und noch ein letztes Mikrofon an der oberen Fläche. Dann bereiten wir jetzt alles für die Messungen vor. Einzelne Messungen sind ja oft nicht aussagekräftig, gerade wenn man keinen direkten Vergleich hat, wie sich denn andere Antriebe anhören. Und genau deshalb machen wir Vergleichsmessungen, damit ihr euch etwas unter der tatsächlichen Lautstärke und dem Klang des Fazua-Antriebs gegenüber den anderen Antrieben vorstellen könnt. Insgesamt haben wir neben Fazua 4 verschiedene Antriebe im Test. Im Labor messen wir alle Systeme im Mountainbike und draußen wollen wir auch einen Rennradmitbewerber mit Fazua vergleichen. Über 120 Messungen haben wir bei verschiedenen Trittfrequenzen und Motorleistungen durchgeführt. Julius, erklär mal, was das jetzt genau für ein Labor ist. Wir befinden uns hier in einem reflexionsarmen Halbraum und die Frage ist natürlich, warum das Ganze? Es gibt verschiedene Punkte. Also wenn wir das Ganze draußen messen würden, haben wir natürlich immer Hintergrundgeräusche aus der Umwelt, sei es aus der Natur oder sei es zum Beispiel auch allein das Reifengeräusch, weil wir einfach hier drin in diesem Raum sehr kontrollierte Bedingungen erschaffen können. Wir können mit diesem Hometrainer ohne Reifengeräusch, ohne Windgeräusch, ohne sämtliche Nebengeräusche einfach messen. Und das macht die Messung natürlich sehr präzise. Und diese Präzision, die brauchen wir eben genau für diese Schallleistungsmessung. Dann wären wir soweit ready, oder? Mhm. Leistung ist richtig eingestellt, Trittfrequenz passt. Okay. Der Motor ist deutlich zu hören, auch dass er mit zunehmender Trittfrequenz lauter wird. Aber es ist eigentlich ein ganz angenehmer Klang. Noch eine Frage an Julius. Wie misst man denn eigentlich die Motorleistung? Im Endeffekt messen wir bei jeder Messung immer die Fahrerleistung über unsere Pedale hier, die Gesamtleistung über den Hometrainer und die Differenz zwischen Hometrainer und Pedal, also zwischen Gesamtleistung und Fahrerleistung, ist am Schluss die Motorleistung. Unser Ziel bei den Messungen ist, dass wir die Motorleistung immer konstant halten, sodass wir die Motoren objektiv vergleichen können. Auf geht's in die nächste Runde. Zweiter Antrieb. Und was ist deine Meinung, Pascal? Ja, das war jetzt schon ziemlich laut. Ja. Und
Ich fand, also es war schon störend, es war so ein hohes Frequenzspektrum auch, ja. Das hat sich so sägend angehört. Okay. Diesmal war die Akustik schon deutlich anders als beim ersten Antrieb. Lauter, aber auch ein aggressiverer Klang. Und weiter geht's direkt mit dem dritten Rad. Das ist jetzt nicht so kreischend wie beim zweiten Antrieb, es kommt aber ein blechernes oder röhrendes Geräusch dazu. Aber auf jeden Fall lauter als das erste Bike. Subjektiv ist der Antrieb jetzt ähnlich laut wie die letzten beiden, auch wenn sie im Detail unterschiedlich klingen. Bevor wir uns jetzt noch das Verzuger-Bike anhören, würde ich schon mal gern wissen, was genau hat denn jetzt eigentlich den größeren Einfluss auf unsere Wahrnehmung? Der Klang oder wie laut der Antrieb ist? Eins der wichtigsten Dinge in der Wahrnehmung der Geräusche, die Lautheit. Die Lautheit oder die Lästigkeit, die vielleicht auch manchmal zustande kommt oder die man empfindet, hängt im Wesentlichen von der Lautheit ab. Und etwa 85% der Lästigkeit wird nur von der Lautheit bestimmt. Das heißt, wenn ich etwas angenehmer klingen lassen möchte, dann muss ich in erster Linie mal mit dem Pegel runtergehen, um da eben gleich mal eine Verbesserung subjektiv wahrnehmen zu lassen. Neben dem Geräuschcharakter hat die Lautstärke also einen entscheidenden Einfluss darauf, wie sich das System für mich anhört. Und? Was sagst du? Ja, echt heftig, der Unterschied. Okay. Also insgesamt deutlich leiser. Ja. Aber auch diese hohen Frequenzen, was wir jetzt vorher hatten, so dieses Sägen, ja. Was ich eigentlich schon ziemlich unangenehm fand, ja. Das ist jetzt hier eigentlich gar nicht. Also es okay. ist irgendwie von den Frequenzen runtergegangen mhm. und viel unterschwelliger eigentlich. Okay. Jetzt so. Für dich angenehmer einfach so ein Geräusch, das man länger ertragen kann. Ja. Oder? Also krass auch der Unterschied. Also ich hätte nicht gedacht, dass der so groß ist. Und jetzt nochmal alle Antriebe hintereinander bei 200 Watt und 80 Umdrehungen zum direkten Vergleich. In der Auswertung konzentrieren wir uns erstmal auf eine Motorleistung von 200 Watt und Trittfrequenz von 80 Umdrehungen. Die Antriebe liegen mit 68, 71, 69 und 71 Dezibel sehr nah zusammen, innerhalb von 3 Dezibel. Verzuger ist deutlich leiser mit 61 Dezibel. Das gleiche Bild zeigt sich ja auch bei den anderen Motorleistungen und Kadenzen. Wie groß ist denn der Unterschied der Dezibelwerte in unserer Wahrnehmung? Grob kann ein Unterschied von 10 Dezibel im Schallleistungspegel als doppelt so laut wahrgenommenes Ereignis interpretiert werden. Wenn man sich die Messwerte vergleichend anschaut, sieht man also, dass die Wettbewerbe objektiv betrachtet deutlich lauter sind. Ah krass, das bedeutet, die anderen Motoren sind zum Teil sogar doppelt so laut wie der Verzuger. Die Messungen haben jetzt ja alle im Totenraum stattgefunden, da habe ich alles viel deutlicher wahrgenommen. Für mich stellt sich jetzt die Frage, wie ist es denn, wenn ich draußen fahre? Genau, also diese subjektive Richtung, die schauen wir uns jetzt draußen an, also die Frage, wie denn die Antriebsgeräusche von den Fahrgeräuschen überdeckt werden. Also das Windgeräusch, das Reifengeräusch und das Kettengeräusch. Welchen Einfluss haben die denn auf deine Wahrnehmung des Antriebsgeräusches? Ich kann es nicht erwarten. Geh mal raus. Wir sind jetzt in das Münchner Hinterland gefahren, um die Outdoor-Messungen zu machen. Und dafür haben wir jetzt einen Experten hier. Das ist der Till. Hallo. Stell dich doch gerade einmal vor. Ja, ich bin der Till Parmfuß, arbeite bei der Firma Head Acoustics als Akustikingenieur. Beschäftige mich seit Jahren mit der Soundqualität von Maschinen. Was hast du uns für ein Equipment mitgebracht heute? Ja, gerade speziell für E-Bikes ist es interessant, was kommt letztendlich beim Fahrer an? Klar, man kann erstmal messen, wie laut ist jetzt der Motor, was wird abgestrahlt, das ist ein physikalischer Wert, das kann man bei der Entwicklung nutzen. Am Ende ist es interessant, was hört der Kunde, also der Fahrer, wenn er in der Situation ist, dass er fährt. Dafür braucht man spezielle Geräte, das werde ich dir gleich aufsetzen. Haben wir links und rechts ein Mikrofon, das ist also genau das, was bei deinen Ohren ankommt. Das werden wir aufzeichnen und dann können wir es auch bewerten. Okay, also eigentlich kein Kopfhörer, sondern Mikrofon. Das sind Mikrofone, die speziell kalibriert sind, ja. Mhm. Alles klar, dann würde ich sagen, verkabeln wir mich mal. Mach ich gern. Und schieß mal los. Okay. So, eine Sache wichtig, so benutzen wir das Gerät immer vor allem im Fahrzeug. Da habe ich ja eine abgeschlossene Kabine, da gibt es auch keinen Wind. Funktioniert das. Aber jetzt auf dem Fahrrad hat man erhöhten Windeffekte. Deswegen brauchen wir auch einen besseren Windschutz. Gut schaust du aus, Pascal. Jetzt bist du verkabelt? Jetzt können wir loslegen, oder? Alles klar, los geht's.
Bei den Messungen im Labor haben wir gesehen, dass das Motormoment einen sehr geringen Einfluss auf die Lautstärke hat, weshalb wir uns bei den Messungen Outdoor nur auf die Trittfrequenz konzentrieren. Pascal wird bei jeder Messung die Trittfrequenz gleich halten und wir haben uns jetzt für diese Messung speziell die 80er-Kadenz rausgesucht. Bei den Messungen draußen geht es jetzt um die subjektive Wahrnehmung, also darum, was denn beim Fahrer wirklich ankommt. Und genau das wollen wir jetzt aufzeichnen und gegenüberstellen. Wir starten mit zwei verschiedenen Rennrädern in langsamer und schneller Fahrt, also mit 12 und 22 km/h. Hören wir mal rein. Und haben wir die Messung drin? Jawohl. Schau ich nochmal eben. So, genau, ich halte das jetzt an. Jetzt kann ich mir das auch mal anhören und es einfach mir mal aufsetzt. Gib's mir mal. Und das ist ja der Witz dabei. Das, was du gehört hast in deiner vollen Fahrt, kann ich mir jetzt einfach selber nochmal anhören. Mhm. Das heißt, du nimmst es jetzt wahr oder hörst, wie ich das. Ja, man ist auf dem Rad. Ich muss nochmal eben greifen. So. Okay, jetzt schaltest du. Ja, und das ist toll. Ich bin jetzt auf diesem Fahrrad, fahre und kann jetzt umschalten. Ich kann jetzt mit einem Schwung aufs andere Fahrrad schwingen. Jetzt bin ich auf dem Fahrrad und dann hörst du den Unterschied. Also so schnell, wie du jetzt hier wechseln kannst, das kannst du ja nicht normal bringen. Du kannst sagen, ich habe 20 hier km/h, jetzt fahre ich 20 km/h da, von da 20 km/h, kann direkt den Vergleich haben und dann hört man den Unterschied deutlich. Ja? Also wir haben jetzt einmal dieses Kreischen, ja, dieses Sägen, dieses, ne? Und dann gibt es einmal dieses Surrende, also genau das Gegenteil. Das ist auch ähnlich, aber weich, nett, angenehm. Ne? Das ist das, was ich im Labor schon so wahrgenommen habe, okay, dass es einfach viel angenehmer eigentlich ist, weil es so ein bisschen unterschwelliger ist, das Surren, wie du sagst. Und der Witz ist, es kann sogar den gleichen Pegel haben, die gleiche Lautheit, aber dennoch hat es eine völlig andere Wirkung auf dich. Ja. Jetzt gehen wir aufs Mountainbike, da wird das Rollgeräusch, denke ich, deutlich lauter, wenn wir auf dem Schotter fahren. Da bin ich gespannt, wie wir das dann wahrnehmen können oder was wir da aufzeichnen. Mit allen 5 Mountainbikes fahren wir mit 12 km/h bergauf. Wir haben die gleichen Reihenfolge wie im Labor. Als letztes Bike kommt also das Verzur. Los geht's! Damit haben wir jetzt alle unsere Testräder vermessen. Mir ist draußen aufgefallen, dass ich manche Antriebe die ganze Zeit beim Fahren relativ deutlich wahrnehme, vor allem so höhere Frequenzen. Ja. Beim Verzur war es eigentlich so, wenn ich losgefahren bin, habe ich den Motor gehört, auch am steilen Berg, aber sobald ich dann ins flache und hohe Geschwindigkeit gekommen bin, habe ich den eigentlich gar nicht mehr so wirklich wahrgenommen. Kann man das messtechnisch mal darstellen? Ja klar, also je nach Frequenzspektrum und Pegel werden die Antriebsgeräusche ja teilweise oder vielleicht sogar komplett von den Fahrgeräuschen überdeckt. Dabei kommt es natürlich darauf an, ob du jetzt auf dem Schotter fährst oder auf dem Asphalt, ob du schnell fährst oder ob du langsam fährst, welche Reifen du fährst. Und das Ganze kann man sehr gut über die spezifische Lautheit am Beispiel der Rennräder, die wir vermessen haben, anschauen. Hier sehen wir jetzt zwei Diagramme dargestellt. Einmal oben das Wettbewerbsrennrad und unten das Rennrad mit Verzugerantrieb. Auf der X-Achse sehen wir jeweils die Frequenz, auf der Y-Achse die spezifische Lautheit. Im Diagramm sind es dann zwei Kurven, einmal grau für den Zustand ohne Motorunterstützung, also da sehen wir nur die Fahrgeräusche, und pink der Zustand mit Motorunterstützung. Im Fall des Wettbewerbsprodukts im oberen Diagramm sieht man den Unterschied zwischen den beiden Zuständen sehr stark. Also im mittleren Frequenzbereich vor allem ist der Zustand mit Motorunterstützung deutlich lauter. Also wir sehen hier, wie sich die Fahrgeräusche und die Antriebsgeräusche stark unterscheiden. Schauen wir uns das Verzugersystem im unteren Diagramm an, ist dieser Unterschied zwischen den beiden Kurven nur sehr schwach erkennbar. Ah, okay, das erklärt sozusagen jetzt in den Daten, warum ich das eine Rad sehr deutlich wahrgenommen habe noch, die Motorgeräusche, und beim Verzuger eigentlich den Motor nahezu nicht gehört habe. Genau. Till, sag mal, wir haben jetzt ja total unterschiedliche Geräusche eigentlich gehabt, jetzt bei den ganzen E-Bikes. Was würdest du als Experte sagen, was ist für dich das optimale Geräusch, das ein E-Bike haben darf? Ja. Ich denke einfach an die Automobilindustrie. Da haben wir 30 Jahre lang auch den perfekten Klang gesucht. Und man sieht ja ganz klar, man möchte nicht, dass es komplett still ist.
Das irritiert genauso, wie wenn das viel zu laut wird. Dann will man auch damit gar nicht erst fahren. Dass das ideal ist, es gibt so einen Bereich, da kann man ihn hören, den Motor. Und die Frage ist ja, wann möchte man den Motor hören und wann nicht? Und was denkst du, wann sollte man ihn hören? Also am Anfang will man immer eine Rückmeldung haben, habe ich überhaupt alles richtig gemacht? Also ich kann da irgend so ein Knöpfchen drücken, dann leuchten irgendwelche LEDs. Aber ist das jetzt alles so eingestellt, wie ich das möchte? Und funktioniert es? Und funktioniert es. Ja. Also ich trete los und dann erwarte ich ein Geräusch. Wenn dann nichts kommt, ist es irritierend, ist doch wieder was falsch und dann ist das das Schlimmste, was passieren kann. Das heißt, am Anfang, das ist so wie beim Auto, gebe ich Vollgas, boah, da ist er. Ne? Also du brauchst einfach eine Rückmeldung vom System. Das muss kommen, das ist wichtig. Aber wenn dieser Ton immer da ist, ich sag mal 3, 4, 5 Minuten lang, ne, dann fängt er an zu nerven. Und also die Kunst ist, dass man es schafft, dass man, wenn man dann hinfährt, einfach gerade über die Natur, in den Weg, irgend sowas, wenn man einfach nur noch fährt und man weiß, es funktioniert ja, dann muss er sich rausnehmen. Das heißt, dann muss er verschwinden in dem Windgeräusch, in dem Rollgeräusch. Und erst wenn dann wieder der erste Steigung kommt, wo ich sage, oh, jetzt muss ich nochmal, dann meldet er sich wieder, ich bin da, ich mache das mit. Und dann denke ich, oh, das ist so toll. Aber wie genau soll es jetzt klingen? Also wie darf der Ton sich anhören? Ja. Also beim Motor wie hier, er soll kraftvoll klingen und viel wichtiger, ordnungsgemäß. Also er funktioniert so, wie das Ingenieur gedacht hatte. Diese Rückmeldung ist ganz wichtig. Ne? Und dann soll er das übermitteln, indem er halt nicht irgendwie nervt oder fies klingt, sondern dass er eher so surrt oder schnurrt. Das gibt Ruhe, das beruhigt mich, weil er auch etwas tiefer frequent klingt, aber diese Kraft in sich bringt. Und genau so, wie er klingt, denke ich, ja, das ist so gedacht. Also Leistung signalisieren ohne Nerven. Genau, ja. Dann lasst uns das mit dem Verzugerantrieb doch einmal anhören. Der Aufnahme war es jetzt eigentlich nochmal super zu beobachten. Der Verzuger ist angenehm leise und er kreischt mich nicht an. Da muss ich an den Till denken und ich würde behaupten, der Verzuger klingt ordnungsgemäß. So soll es sein. Da darf sich jetzt jeder seine eigene Meinung bilden, aber wir sind der Meinung, Verzuger ist definitiv der angenehmste und leiseste Motor auf dem Markt. Oh yeah.